17 Jahre Bora Markovic sind Geschichte beim Kehler e.V. Der Neue an der Linie heißt seit dieser Saison Helmut Kröll. Der ehemalige U23-Coach der Ortenauer ist ebenfalls schon lange im Verein. Die berühmte interne Lösung also. Die Gäste aus Freiburg haben als Aufsteiger bisher einen mageren Auswärtspunkt ergattern können. Gegen die Kehler wird das aber auch nicht leicht. Sie sind zu Hause im Rheinstadion noch ungeschlagen. Doch der FFC in Schwarz startet furios. Gerade einmal 3 Minuten sind gespielt. Da führen die Gäste bereits mit 1:0. Marco Gutmann kommt nach der Ecke viel zu frei zum Schuss. Der perfekte Auftakt für den FFC. Die Kehler kommen schwer ins Spiel und brauchen schon die Mithilfe des Gegners, um zu Chancen zu kommen. Kodrić nimmt den Rückpass auf, indirekter Freistoß am 5-Meter-Raum. Doch mit vereinten Kräften wehren die FFCler den Ball ab. Die nächste Chance wird dann aber schön rausgespielt. Einmal Bong auf Benny Göringer. Kevin Sachs vergibt das Riesending zum Ausgleich. Der FFC bleibt aber das bessere Team. Harmloser Freistoß hier allerdings, kein Problem für Remy Dufay. Der den Ball jedoch schneller wieder sieht, als ihm lieb ist. Ballverlust im Aufbauspiel und der FFC spielt das dann stark runter. Marco Senftleber mit dem 0:2, die Freiburger schon früh auf der Siegerstraße. Doch die Kehler antworten noch vor dem Seitenwechsel. Felix Weingart wird von der gesamten FFC-Defensive vergessen. Nur noch 1:2. Bei Kehl keimt wieder Hoffnung auf. Freiburg aber mit der besseren Spielanlage und mit dem schönsten Angriff des gesamten Spiels. Raul Sick, Erik Uetz und Marco Senftleber wirbeln die Kehler Abwehr aber sowas von durcheinander, beweisen zudem Übersicht und machen so das schönste Tor des Tages perfekt. Mit 1:3 geht's in die Pause, die Kehler Aufholjagd jäh gestoppt. 4 Tore in der ersten Hälfte und es geht ähnlich spektakulär weiter. Nach dem Wechsel sehen die 480 Zuschauer in Kehl dann aber ein komplett anderes Bild ihrer Mannschaft. Plötzlich stimmen Einsatzwille und Zielstrebigkeit. Es wird nachgesetzt und Felix Weingart kommt zum Abschluss. Elias Reinhardt geht dazwischen. Kehl fordert 11 Meter und wohl zu Recht. Reinhardt mit der Hand am Ball, den könnte man durchaus geben. Aber Kehl jetzt deutlich besser im Spiel und mit dem eingewechselten Yannick Assenmacher und dem Anschlusstreffer nur noch 2:3. Der FFC nun von der Rolle und Kehl zeigt, dass auch sie schönen Fußball spielen können. Nur 3 Minuten nach dem Anschluss der Ausgleich. Einmal Bong mit dem 3:3. Was für ein Derby im Rheinstadion. Kehl drängt jetzt auf den Sieg. Wieder sind die Weißen im Strafraum und diesmal kommt der Pfiff. Eine harte Entscheidung, aber wenn man die Situation zuvor berücksichtigt, irgendwie ausgleichend. Stefan Leifer läuft an. Klasse Parade von Tim Kodrić. Doch was ist das? Schiri Michael Kimmeier lässt diesen Strafstoß wiederholen. Die Proteste der FFCler vergebens. Anstelle von Leifer darf nun Kevin Sachs sein Glück versuchen. Und wieder hält Kodrić, der doppelte Elferkiller, innerhalb weniger Sekunden. Beide Teams jetzt mit offenem Visier und die letzte Chance des Spiels bekommen die Freiburger und was für eine. Das Ding muss Mike Enderle einfach machen. Am Ende bleibt's beim 3:3. Es war schon ein geiles Spiel, ohne Wenn und Aber. Ich denke, es ist auch vom Ergebnis okay. Ja, abartig wäre gewesen, wenn man es 4:3 kurz vor Schluss gemacht hätte. Hätte man vielleicht auch verdient gehabt für die letzte Woche, was für Hürde mir alles mitnehmen. Klar, ein Punkt in Kehl ist vernünftig. Kehl bleibt nach toller Aufholjagd zu Hause ungeschlagen. Der FFC holt wenigstens einen Punkt in der Fremde. Am Ende waren beide Teams zufrieden. Und den Fans wurde auch richtig was geboten.